Nur selten ist ein Blick in die ca. 800 Jahre alte Mauritiuskapelle möglich. Einst für Gottesdienste gebaut, wurde sie um 1500 zur Pilgerstätte, als das Pilgerwesen um sich griff und von Ulm nach Compostela führte. Die Pilger durften nicht in die Stadt, die mussten außerhalb bleiben. Denn es gab eben sehr viele Auftragspilger, von denen man wusste, dass sie nicht unbedingt fromm waren. Und auf dem Weg, ich denke jetzt mal einfach von Nürnberg hier runter, dann kann man auf diesen Hunderten von Kilometern vergessen, dass man aus religiösen Gründen hier durchkommt, sondern man hat sich links und rechts des Weges ernährt. Und das wusste man hier, dass man eben hier teilweise auch in Anführungszeichen Gesindel beherbergt. Isoliert vom Dorfleben haben sie sich gelangweilt und mit Ziegeln an die Wand gekritzelt. Die 500 Jahre alten Abbildungen zeigen Gegenstände, wie die Pilger sie mit sich trugen. Typisch war die Pilgertasche und eine Muschel. Diese kaufte der Pilger am Ziel, um zu beweisen, dass er seine Wallfahrt durchgeführt hat. Die Wandkritzeleien, die wir heute als Graffiti bezeichnen würden, wurden in den 60er Jahren von dem renommierten Restaurator Viktor Metzger freigelegt. Folgt man seinen Spuren, enden diese hier, auf dem städtischen Friedhof in Überlingen, einer weiteren Station unserer kleinen Denkmalreise. Dieser Ort zeigt kunsthistorisch wertvolle Grabsteine und erinnert an einige bedeutende Persönlichkeiten aus Überlingen. Hier liegt Fred Raimund. Einer der bekannten Komponisten, Maske in Blau zum Beispiel, oder Ich habe mein Herz in Heidelberg verloren. Er hat es in Heidelberg verloren, aber seine letzte Ruhestätte hier in Überlingen gefunden. Wie wichtig die Bürger für den Erhalt von Denkmälern sind, zeigt sich auch mit der historischen Kegelbahn in Salem-Walldorf. Erstmals erwähnt 1645. Die Freiluftbahn wurde bis in die späten 60er Jahre als Dorftreffpunkt genutzt und dann von den automatischen Kegelbahnen verdrängt. Der Zustand verschlechterte sich und die Kegelbahn drohte zu verrotten. 2009 kaufte die Gemeinde sie auf und übergab sie restauriert 2011 an die Bürger, die daraufhin einen Freundeskreis zum Erhalt und der Pflege gegründet haben. Ich denke, diese Kegelbahn gibt uns noch so ein bisschen das alte Flair eines Dorflebens, das wir hier haben. Ich merke, wenn wir hier, wie gesagt, eine Veranstaltung haben, wie gut das ankommt und wie sehr das geliebt wird, dass wir hier diesen Fleck haben. Das Kegeln war übrigens lange Männersache, sowohl was den Kegeljungen anging, der sich beim Kegelaufstellen ein Taschengeld verdiente, als auch den Kegler selbst. Heutzutage und am Tag des offenen Denkmals ist selbstverständlich jeder willkommen.